Teiltrinker habe. Was die tragen der Hand von den Kadasch. Hä? Hey. Verstehe ich nicht. Na egal. Wir erledigen erstmal den angeschlagenen Banditen. Wenn wir nicht selber erledigt werden vorher. Der muss sich regelmäßig heilen. Oh, der kann sich heilen oder was? Das Arsch. Ja, komm, halt die Klappe. Ach nee, noch ein Gegner. Und der Ferne, das ist ja wirklich super normal, als er ja schon längst tot. Weil ich auch keine Heiltränke habe. Wenn wir hier raus sind, kaufe ich mein paar Heiltränke. Och, er ist tot, ein Glück. Level 4. Vibret, Weckensteimer, 3 Dietrich und eine Fackel. Können wir eigentlich auch mal ein paar Fackeln wieder verkaufen? Ich erledige erstmal. Och nee, das sind 2 Anführer, das ist doch nicht euer Ernst. Erledige ich erstmal den männlichen, der ist nämlich stärker. Ah, ich laber gar nicht so viel, weil ich angespannt bin und schon wieder bald sterbe. Alter, wie viel Schaden machen die denn? Das ist doch nicht normal hier. Meine Güte, nee. Bitte stirb endlich. Danke. Wie viel? 140 EP. Wow. Eisenpfeil. Messenring. Deckenstein. Fackel. Erdbusse. Edelsteinsplitter. Nicht schlecht. So, jetzt kann uns in der Bogenschütze nicht mehr erwischen. Hat jetzt einen Fackel fallen lassen. Es greift ja auf einmal einen Nahkampf an. Na, super. Das bringt ja auch was. Jetzt bist du nicht mal so ein Anführer, ne? Jetzt bist du nicht mehr so stark. Ha! Und tschüss. 97 EP. Und die war Level 5. Das ist ein Bastardschwert. Naja, nicht so das Wahre zum Verkaufen. Schinken und Schweinefleisch. Rapporthelmer sind immer gut. Ach, es sind ja immer noch Gegner, stimmt ja. Wisst ihr, was haben die eigentlich immer mit ihren Kühen, bitte? Ich weiß gar nicht, was das für ein Typ ist. Hört sich aber nach Bretonen an. Die haben immer so eine Stimme. Und danke, du bist tot. Der war Level 2. Eisenpfeile, die nahm dankend mit. Dietrich Fackel ist aber auch ein Gegenstand. Und, naja. Die EP sind es mir wert. Wie viel EP habe ich eigentlich noch? Wie viel Rast EP? 303. Dann ist das Ganze auch schon verbraucht wieder. So, das habe ich den ausgeräumt. Den habe ich auch ausgeräumt. Gut. Drop Torsch. Den nehmen wir nicht mit. Brotleib, Apfel, Karotte, Hammel, Met, das kann man verkaufen. Met kann man auch verkaufen. So. Wir könnten uns schlafen legen, aber da warte ich immer eine Stunde. Das ist ein Feind der Nähe. So ein Kack. Ist ja schon wieder ein Gegner. Super. So, und hier liegen doch. Ah, genau, hier liegen bestimmt wieder Weckensteine in der Gegend rum. Warum die hinzugefügt werden, ist mir auch ein Rätsel, aber weil die wahrscheinlich auf Englisch sind. Naja. Wie ihr wollt. Spiel. Ah, geht zurück. Da liegt doch bestimmt noch mehr rum, oder? Da geht's noch weiter, da will ich noch nicht hin. Noch nicht hin. Eine Truhe, den machen wir gleich mal auf. Danke. Ein Kinderanuat. Ich glaube, ich werde es noch in Zukunft machen, dass ich die Bücher nochmal kurz aufmache und ihr sie euch durchlesen könnt. Aber vorlesen wird es nicht mehr. Ich werde den mal selber, vielleicht mal offscreen selber lesen. Wenn ich Lust dazu habe. Das Zeug nehme ich auch gleich mal mit, weil das nicht ziemlich wertvoll ist. Auch wenn ihr einfach jetzt Eis mit, wir können ja einfach unser Inventar wieder leichend leeren. Wenn wir nämlich diesen Zauberspruch anwenden. So. Die. Oh, ah, verdammt! Magier! Was du Arsch!
Wieso hast du mich jetzt umgebracht? Das kann doch nicht sein. Auch nächstes darf ich den ganzen Kack nochmal machen. Super. Toll. Grandios. Ach, wisst was? Ich mache jetzt eh einen Schnitt. Wir sehen uns dann bei... besser gesagt, ich mache jetzt Schluss hier. Wir sehen uns das nächste Mal bei Let's Play Oblivion, wenn wir diese komische... Ruine da machen. Auf Wiedersehen.